Hi und willkommen zum Finale wahrscheinlich, jetzt in meinem Berghaus. Ich bin Daniel von SimFans.de und ich baue in dieser Reihe nur mit dem Basisspiel, also ohne Inhalte aus irgendwelchen Packs. Schön, dass ihr reinschaut. Ja, wir müssen noch ein bisschen was machen. Ich zeige es dir nochmal, während ich drum rumfliege. Wir müssen hier am Rand noch ein bisschen was gestalten. Das sieht noch ein bisschen roh aus hier. Dann müssen wir hinten noch, ja, den Rücken hier. Ich habe Rücken hier. Dann habe ich noch ein paar Probleme. Ich weiß noch nicht genau, was ich da mache. Noch mehr Steine möchte ich eigentlich nicht hier rein schmeißen, aber wir gucken mal. Dann haben wir noch, ja, so ein paar Kleinigkeiten. Vielleicht hier noch ein paar Liegestühle haben wir jetzt ja auch, ne, im Base Game, dank dem Update. Und hier noch ein bisschen was Grünes vielleicht, ja, mal gucken. Und innen haben wir auch noch was zu tun. Ja, es gibt keine Höhle, ich weiß, ja. Aber ich finde, das passt jetzt irgendwie doch nicht mehr so gut rein. Wir haben hier hinten das Schlafzimmer. Wir haben hier noch einen Bereich. Was könnte man da reinmachen, habe ich euch letztes Mal gefragt. Kam nicht so viel rüber, ja. Bisschen lack of information. Wir haben auch hier noch einen Balkon. Und da haben wir das Badezimmer, ja. Und da ist die Schwierigkeit letztes Mal gewesen, hier mit der Dusche. Ja, und ihr habt es richtig erkannt, hier mit der Duschwand. Ist ein bisschen ungünstig. Aber es gibt Abhilfe, gleich dazu mehr. Das ist unser Wohnzimmer. Letztes Mal hier die Einrichtung gemacht, ne, in der letzten Folge. Das war ja mal wieder cool. Danke für eure Kommentare. Es fehlt noch überall ein bisschen Deko. Und hier und da noch ein bisschen was. Aber so grob und so weit haben wir das, glaube ich, fertig. Eine Wand möchte ich hier übrigens bei der Leiter, da gab es auch Kommentare, möchte ich nicht reinziehen. Das würde das Offene, glaube ich, so ein bisschen hemmen. Und da unsere Wände etwas breiter sind, ist das halt schon dann eine Wuchtwand, ja. Auch hier Problem mit der Wand. Na, wir haben ja, weil das komplette Haus quasi schräg ist, voll die Challenge hier. Und dann auch noch Base Game, auch nochmal eine Challenge. Können wir hier keine Wand ziehen? Also man kann nur in der Mitte eine Wand ziehen, weil das hier quasi ist ein Viererraum. Aber es sieht aus wie ein Dreierraum, aber ist schräg, ne? Also das ist ja nicht möglich, hier eine Wand zu ziehen. Entweder hier oder da, aber nicht da in der Mitte. Deswegen geht das nicht. Aber es gab fleißig Kommentare dazu. Danke euch dafür. Es gäbe noch eine andere Dusche im Basisspiel. Ja, zweifache Freude hier. Zeit für Freunde. Und zwar eine mit Duschvorhang, da gucken wir da mal. Das sehe ich gar nicht. Wo denn? Wo denn, wo denn? Ich bin schon wieder blind hier. Die da! Mhm. Badewanne hier mit dem, was, wie heißt die? Mit Füßen und Dusche unter dem Meer. Das ist aber auch hier hübsch formuliert. So eine olle Badewanne da. Und da kann man jetzt hier, aua, die Wände, du, das schickt mich. Das Gelbe vielleicht direkt nehmen. Guck mal, ist sogar ein schöneres Sonnengelb, nicht so ein Pipi-Gelb wie bei den Fliesen da. Dann nehmen wir doch die. BB.MoveObject hier zuallererst mal, ja. Ohne das geht nichts. Alle Cheats gibt's auf SimFans.de oder auch auf dem neuen Cheater-Mauspad. Zumindest die wichtigsten. Link in der Videobeschreibung. Und sieht auch besser aus, weil hier keine Wand ist. Ne? Das macht das Ganze ein bisschen offener, ein bisschen freier. Wir müssen mal gucken, dass wir da nicht in der Wand rein. Also ganz an den Rand möchte ich das auch hier hin machen, dass das hier wirklich hier so bis zum letzten Millimeter hier austariert ist, ja. Das ist auch hier gut. Sehr gut, das passt, oder? Passt soweit. Wir müssen die so rumstellen, weil hier der Einstieg ist auf der Seite. Das ist leider der Fall. Sonst hätte ich auch die andere umgedreht. Aber das geht bei der auch nicht. Hm. So ist das. Sieht doch gleich schon viel besser aus. Die hatte ich gar nicht mehr im Blick. Danke für eure Kommentare. Ist wieder mal der Beweis dafür, dass sich das mega lohnt. Also ich würde mal sagen, also das hier wöchentlich so zu machen. Ich würde mal sagen, das ist soweit abgeschlossen. Wie gesagt, ich möchte keine Vorhänge. Wir haben eh nur zwei Fenster hier in diesem Stock mehr. Macht eh schon alles ein bisschen düster. Deswegen, ja, kommen dann hier auch noch Vorhänge davor, wenn da mal ein bisschen Licht hier reinkommt. Da sitzen die Sims da. Ah, guck mal da, ein bisschen Licht und alles. What? Ja, die Küche mit Stonewall. Da fand ich gut, oder? Fandet ihr auch gut, ne? Ist Tobi Flotti Karotti, können wir so lassen. Da brauchen wir aber noch ein bisschen Deko. Und ich würde auch sagen, wir gucken jetzt mal noch ein bisschen rum. Aber ich würde sagen, der Rest ist jetzt wieder mal Debug hier. Ja, da können wir noch ein Pflänzchen draufstellen. Ein Pflänzchen ohne Ende braucht man hier so oder so. Weil wir sind ja in der Natur. Und es soll natürlich hier auch so Basisspiel, ja, ein bisschen blumiger aussehen, wenn man schon hier, guck mal die Dinger da. Mal ein bisschen kleiner, ja. Aber wenn man schon hier keine Fenster hat, dann wenigstens ein bisschen hier die Natur so reinholen. Komm, wir nehmen mal eine andere Farbe. Wir nehmen mal so einen grünen Topf. Ja, diesen goldenen Standardeimer, den haben wir ja irgendwie schon gefressen alle, ne? Den haben wir irgendwie so im Kopf, dass der gar nicht mehr gut aussieht. Das Gießkännchen haben wir schon, nehmen wir das andere. Können wir das vielleicht auch nochmal nehmen, weil das ist so eine schnuggelsüße Deko. So eine schnuggelsüße Deko hier, oder? Ja, das nehmen wir direkt auch mal hier dazu. Mhm, das ist toll. Direkt auf den Tisch hier. So müsste es sein. Dann nehmen wir auch mal eine andere Farbe, hier mal das Metall, ne? Ja, hat mich übrigens auch gewundert, dass ihr die Teller nicht kanntet. Ich meine, ich nutze die auch nie.
Aber es, man kennt schon, oder? Man kennt die schon, ja. Sind wir mal ein bisschen versteckt hier mit dem Esszimmer-Deko-Krams hier. So, ich würde hier auch noch so einen kleinen Teppich, da haben wir ja zum Glück im Basisspiel auch so ein paar kleine Teppiche. So ein bisschen irgendwie so einen Teppich da noch hinlegen, dass das irgendwie so ein bisschen noch mehr. Vielleicht nicht unbedingt jetzt einen braunen, wir gucken mal. Das ist so ein bisschen noch, weiß nicht, so ein bisschen noch irgendwas nach was aussieht hier. Da muss noch ein bisschen irgendwas dran. Ich würde am liebsten da auch nochmal so vielleicht so ein Bücherregal oder irgendwas an der Wanddeko, irgendwas so ein bisschen was. So ein kleines Regal oder so irgendwas. Schlüssel haben wir schon. Haben schon das meiste verwendet, ne? Ja, so doppelt gemobbelt will ich das jetzt hier auch nicht machen hier. Dann nehmen wir doch da. Was nehmen wir denn da? Wandbild haben wir hinten schon, dann machen wir doch ein Regal. Oberflächen hier. So, ein schönes Holzregal, bitte. Ja, da muss so ein bisschen noch was irgendwie, ich weiß auch nicht. Gern asymmetrisch. Muss nicht immer hundertprozentig alles symmetrisch hier sein. So. Deko. Jetzt gucken wir mal, was wir da noch haben. Ja, so ein bisschen zu Büchern natürlich. Das geht immer. Die können wir auch mal umfärben. Die Farben haben wir ja auch schon wieder gefressen. Das schöne Sonnengelb hier. Kekse natürlich hier. So, ein paar Kekse, die färben wir auch mal um. Sieht gleich ganz anders aus, wenn man da eine andere Farbe nimmt, ne? Wir nehmen mal die. In Blau. Das Kaminbesteck haben wir schon. Haben wir noch nicht? Haben wir echt noch nicht hier. Das nehme ich immer als Kaminbesteck. Das sind eigentlich Küchenutensilien, aber wenn man die vergrößert, sehen die aus wie Schürhaken. So, ich muss ja mal auf dem Mac wieder umstellen auf die englische Tastatur, weil sonst kann ich nicht Objekte richtig vergrößern, beziehungsweise auch nicht verkleinern. Welche Richtung ging nochmal, welche nicht? Das ist voll toll, oder? So richtig schöne Schürhaken da. Haben wir auch noch einen Kochlöffel und so eine Dinge, aber das könnte ja auch irgend so ein Schaber sein zum Putzen oder so. So. Haben wir das doch auch hier mal geschafft. Das ist doch schön. Das ist doch cool. So, jetzt brauchen wir hier noch ein bisschen Küchendeko. Wollen wir da nochmal unsere Kochlöffel. Auch hier muss ich wieder aufpassen. Wir brauchen auf jeden Fall eine Schnibbeltheke, wie ich so schön die Dinger immer nenne. Eine geht immer. Da passen auch wieder beide, ne? Sind beide irgendwie cool. Ist wieder schade eigentlich, weil ich hätte so gern beide. Komm, wir nehmen einfach beide. Ja, wenn wir nur Base Game haben, dann gönnen wir jetzt wenigstens zwei von diesen Kochlöffel-Dingern da. Ja, das sind so schöne Kännchen und so. Das passt thematisch so gut da rein. Wer weiß, wenn wir mal wieder hier rustikal bauen und das Gewürzregal. Der darf auch nicht fehlen. Das kommt da dazu. Machen wir hier so ein bisschen so eine Dekotheke. Das ist ein Notizbuch. Ja, das könnte so ein Kochbuch sein auch. Da könnte man nochmal so ein bisschen was reinkritzeln. Auch wenn das eher jetzt, ja, mit einem schönen Füller und so, ne, ein bisschen schriftstellermäßig aussieht, aber. Ja, wir nehmen direkt mal das Standardding. Das können wir aber eigentlich noch mal ein bisschen schöner machen. Wir sind ja auch wieder auf der Schräge. Es ist total witzig. Ihr solltet das alle mal ausprobieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Weil es ist ganz anders, wie man sich denkt. Weil es ist irgendwie komisch. Es ist wirklich, wirklich komisch. Ich kann es anders nicht sagen. Es fühlt sich anders an. Die Kamera hüpft anders. Und wenn man es, glaube ich, nicht selber erlebt hat, versteht man das gar nicht. Weil es ist schon witzig, auch mit den Theken da. Ne? Das ist schon schwierig. Schwierig. So, weiter geht's. Wir machen hier. Ja, da flackert es nur minimal, ne, übrigens. Ne? Das habe ich hier so ein bisschen ineinander. Aber hilft nichts. Der flackert nur minimal. Das ist okay. Das sieht man kaum, weil es auch weiß ist. Das Weiße übrigens flackert immer nicht so arg. Schwarz auch. Aber so Farben, das sieht man oft. Witzigerweise. So. Hier, ja, komm, da kommt noch ein bisschen hier noch was von dem hier raus. Da haben wir eh noch nicht genug. So ein bisschen was zum Sprühen, ein bisschen was zum Werkeln da irgendwo, ne? So ein bisschen am Rand, noch ein bisschen Deko einfach. So müsste es doch sein. Hier machen wir das direkt hier hin. Ah, das schwebt schon wieder. Ja, das ist immer ein bisschen doof, weil wir hier ja so ein Gefälle haben. Und das Gefälle gefällt uns eigentlich gar nicht. Ja, weil man da keine schönen Objekte draufstellen kann, dann hier wieder. Scheiße. Wir stellen das mal da oben hin. Sorry. Sagt der hier, scheiße. Jetzt sagt das nochmal, ja, oh Mann. So. Gut, dann gehen wir in baby.ignore. Der längste Cheat ever and ever. Baby.ignore Gameplay Unlocks Entitlement. Hier geht's noch. Geht's noch länger hier? No way. Also wir haben hier noch so schöne Objekte wie diesen Füllfederhalter. Federfüllhalter. Wie auch immer. Den packen wir auf jeden Fall dahin. Diese
Ich finde die so gut. Die sind so gut, wirklich. Ich kann es nicht anders sagen. Die sind so schöne. Die sind so schöne hier. Oh, da nehmen wir wieder. Was nehmen wir denn da? Komm, wir bauen mal das Haus hier nach. Ja, leider gibt es keine Inseln, wo es am Berg sind. Das wäre so toll, hätten wir so Grundstücke so am Hang und so. Oh Mann, müssen uns selber den Hang bauen hier, ne? So. Ja, Bücher hier noch. Diese alten Bücher, die kommen da auch noch irgendwo hin. Ja, lieber nicht in die Mitte des Schreibtisches, sonst ist es ein bisschen blöd. Ah ja, stimmt, das haben wir ja auch noch im Base Game, ne? Da könnte man noch mal so technische Zeichnungen oder sowas. Das fände ich nur gut. Das Poppige ist hier zu viel, aber das hier könnte noch was werden hier. Ja, vielleicht nicht unbedingt da, wo das... Dann drehen wir den Spieß hier einfach mal um hier, oder? Machen wir hier noch mal so ein bisschen unser Künstleratelier rein. Das ist doch eine coole Idee. Dann hat man hier oben nochmal ein Hobby. Weil wir haben ja draußen auch diese Staffelei hier schon. Und ich denke immer, das ist doch top. Wir haben sogar, da kommt man immer relativ schnell drauf. Wenn man zumindest noch ein Basisspielfeld hat. Da gibt es nämlich irgendwo so einen Raum für so Künstler. Ich glaube, da ist hier sogar bei Karriere, oder? Ja. Da kann man sich immer dann die Tabouret, wie auch immer das heißt, wenn man das richtig ausspricht, kann man hier platzieren, diesen Maltisch. Und dann haben wir hier nochmal eine Staffelei. Ist das schon die? Nee, das ist nicht die, ne? Das ist eine andere. Dann nehmen wir die auch noch dazu. Und packen die vielleicht hier nochmal so hin. Da passt das so. Es ist total verschickt, auch mit den Fenstern. Das hat man ja so gar nicht, dass diese Fenster da so. Das ist echt cool irgendwie. Ja, man könnte die sogar noch ein bisschen verschieben hier. Mit dem neuen Cheat-Patch, wie auch immer. Ja, dann hat man da noch so ein bisschen sowas. Oh, das finde ich ganz gut mit dem Teppich. Dann könnte man den auch gleich nochmal hier reinlegen. Da passt er so gut in die Nische rein. Diesen Farbenteppich gibt es leider nur mit dem Erweiterungspack. Ne, das geht leider nicht. Ich fand den einen schon gar nicht so schlecht. Aber der grünliche ist schöner. Mhm, ein bisschen naturgrünlich. Finde ich gut. Ich will auch nicht noch mehr reinstellen. Man braucht immer ein bisschen Space hier zum irgendwas werkeln und laufen. Und ja, und ich glaube, das lädt auch dazu ein, hier so ein bisschen die Wände nochmal selber zu dekorieren mit individuellem Felsmalerei, wollte ich schon fast sagen. Aber man kann ja hier so Bilder machen, also von Bilder abmalen. Und dann kann man da, glaube ich, noch so ein bisschen dekorieren. Ich würde da jetzt, glaube ich, nicht so viel noch reinhängen. Das ist so ein bisschen immer meine... Ja, ich finde das irgendwie... Es sieht natürlich ein bisschen kahl aus. Aber das lädt ein. Das lädt ein. Das ist so ein richtig so ein Zwang. Dann guckt man da rein und denkt sich, ja, da muss ich jetzt ein Bild malen. Das finde ich cool. So, da hat es irgendwie die Tür verrissen. Was ist los mit dir, liebes Spiel? Nicht meine Türen hier verreißen, ja? Machen wir das so. Dann könnte man vielleicht auch noch so einen kleinen Tisch hier. Ich meine, auch so ein bisschen was. Aber dann hatten wir wieder keinen Space hier drin. Ja, auch alle Objekte, die man rausplatziert, sind einfach mal schräg hier, ne? Das ist total... Das fällt euch wahrscheinlich gar nicht so auf beim Zugucken. Aber wenn man das spielt, das ist ganz anders. Das ist wirklich ganz anders, so einzurichten. Ja, wir haben noch diese große Staffel. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich die Bilder vielleicht eher sogar rausnehme. Ja. So, die Bilder rausnehmen und so ein bisschen sagen, okay, da hat er gerade gemalt und hier so ein paar hingestellt zum Trocknen, solange hier noch schönes Wetter ist. Base Game hat man ja nur gutes Wetter. Und dann machen wir hier nochmal das hier hin. Da kann man schön hier das Fenster aufreißen. Vielleicht von außen, dann kommt man noch ran. Und dann kann man die hier drin auch nochmal trocknen. Das ist auch cool. Finde ich gut. Ich werde auch gleich das Bemalte da nehmen. Da gibt es auch noch das Bemalte da, oder? Ja, das Holzige passt schon gut, ne? Man könnte auch nochmal den Spiegel hier vielleicht so rum, dass man das so ein bisschen mehr luftiger hier noch macht, oder? Dann ist nämlich auch das Fenster hier offen, das passt, glaube ich, besser. Ja, sonst kommt man da gar nicht mehr ran. Ja gut, kommt man so auch nicht ran wegen der Staffelei. Können wir die noch ein bisschen... Bisschen hier können wir ja jetzt, ja? So ein bisschen alles vorgestellt. Hier müssen wir hier nochmal ein bisschen ums Eck. So, dann machen wir die noch ein bisschen darüber. So. Und in das Eck da hinten, da kommt jetzt eine Pflänzel nochmal rein hier. Eine Pflanze. Wieso denke ich jetzt an das Lied? Eine Insel. Ja, was nehmen wir denn da jetzt? Also ich finde so ein bisschen was sowas, wenn die reinpasst. Ich hoffe es. Nehmen wir so eine orangige mal. Ja, ein bisschen Pflänzel da in der Ecke. Ja, die kriegen noch ein bisschen mehr Platz hier. Ja, es darf ja gern so ein bisschen... wohnlicher, sag ich immer, aussehen. Come on, das ist auch toll. Haben wir da jetzt noch keine Lampen hier drin? Das gibt's doch nicht. Dann brauchen wir hier noch ein paar Berglampen. Schönheit im Kästchen heißt das gute Ding.
Und da kommt jetzt die ganze Schönheit hier zur Geltung, würde ich mal sagen. Weil das blendet ja, wenn man gegen das Licht immer malen muss. Dann können wir die da oben noch aufhängen. So. Und hier wäre es auch noch gut, eine zu haben, oder? Dann sollte man die andere vielleicht auch höher aufhängen. Dann machen wir die hier oben drüber. Und die hier hin. Ja, dann müsst ihr ein bisschen aufpassen mit abseits des Netzes. Weil dann haben wir schon ein paar Lampen hier drin dann jetzt. Ja, finde ich gut. Ja, wird es gleich ein bisschen wärmer hier drin auch, ne? Ist toll. Gefällt mir, gefällt mir. Und nur Basisspiel, auch voll gut. Draußen auch noch die. Dann nehmen wir gleich die gleiche hier. Gleich die gleiche. Und auch hier sollte man vielleicht nochmal so eine Lampe aufhängen. Wobei wir da auch noch so, wir haben so viele urige Lampen im Base Game, ne? Könnte man nochmal gucken, da gibt es nämlich noch schönere. Aber die sind jetzt wieder mit Metall und so. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ich hätte jetzt eher eine Holzlampe genommen. Ne? Da gibt es nämlich schon so Tropfenlampen und so. Sowas. Aber ich würde eher, glaube ich, die Holzlampe wieder nehmen. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Nehmen wir die Holzlampe. So. Alter, mal so. Passt. Passt. Sitzt halt Luft oder wie war das? Gut. Jetzt holen wir uns noch hier. A little bit Komfort. Da haben wir das. Haben wir das da drin? Sind die Liegestühle wieder drin? Das ist wieder so. Da gab es irgendwie noch nie eine Kategorie dafür. Ich glaube, die sind bei. Ich glaube, die sind bei verschiedenes Komfort. Nee. Ah, da. Bei Außenbänke. Ja. Dann machen wir das mal hier mit. Da gibt es nur das Plastik und das Metall. Keine Holzliegen. Ja, die Metall ist schon sehr modern, ne? Das ist so ein bisschen klar. Wenn wir da vielleicht eine neutrale Variante finden. Ha, träum weiter hier so ein bisschen, ne? Ja, das passt nicht. Tut mir leid, tut mir sorry. Da muss so eine Holzbank hin. Das Plastik geht da gleich gar nicht. Das heißt, wenn man das jetzt. Gibt's nicht mal braun, sonst hätte man sagen können, okay, das ist vielleicht. Ja, gut, die. Das hier. Das Thumbnail viel dunkler als das echte Objekt. Aber es ist kein Holz eigentlich. Aber ich würde es trotzdem jetzt mal nehmen. Ich würde es trotzdem mal nehmen, oder? Hier haben wir, glaube ich, mehr Fläche. Ja, da drüben sind wir wieder so ein bisschen am. Ach, Sakrament. Hier wird nicht schon wieder hier L gedrückt. Hier. So. Ist ja wieder ein bisschen zickig mit dem Drehen hier. So, ist gut. So ist gut, oder? Eine reicht dann auch. Sonst sind wir da wieder zu nah dran, oder? Wir können noch ein bisschen weiter rüber vielleicht. Ich hoffe, die können sich da nur draufquetschen, dann die Sims. Ja. Komm, da braucht man schon Liegestühle, oder? Ein bisschen zurück hier noch. Ein bisschen zurück. Ja, finde ich gut. Die Bank da, die finde ich eigentlich auch ganz toll. Die ist voll schön eigentlich, ne? Sollen wir die da irgendwo hin machen, hat man da nochmal so ein Zwischenstockwerk. Da kann man sich ausruhen, während man hier. Ja, ich komme nicht weiter hoch hier, bin schon müde hier vom Laufen. Ja. Aber die ist auch schön mit dem Hell. Die ist ein bisschen, die ist zu grell weiß irgendwie, ne? Das blendet ja fast das Bankmodell hier. Ja, oder die ursprüngliche, die ist auch cool. Ja. Die oder die. Die oder die. Passt beides. Geht beides gut. Ich will jetzt mal die grüne dann nehmen. Ja, finde ich okay. Gut. Haben wir da auch noch so ein Bänkchen. Kann man ein bisschen mal raussitzen. Ja. Wenn jemand hochkommt, zu erschrecken da. So. Okidoki. Auch hier müssen wir noch ein bisschen sprühen. Damit es nicht ganz so sauber aussieht. Auch nicht so viel. Steuerung Y in Sims, ne? Das ist immer noch so ein scheiß Fehler. Muss man echt so sagen. Was die geritten hat hier. Dass so ein bisschen natürlicher noch aussieht. Auch hier würde ich vielleicht doch noch mal ein bisschen was, ich weiß noch nicht. Ne? Ich finde das halt immer so schön, wenn das so schön übergeht. Ich finde das schön, wenn das schön übergeht. Ja, ach was. Aber da ist irgendwie so eine Kante da drin, da unten. Deswegen packen wir da noch mal ein bisschen Grün drauf. Und dann noch mal so ein kleines Buschi da. Buschi unten rum hier, ja. Da haben wir ein kleines Buschi. Komm, jetzt mach. So geht's jetzt nicht mehr. Ich will Verkleinerungs-Cheat aktivieren. Ich bin zu dumm dafür. Wieso geht denn das jetzt nicht mehr? Willst du mich verarschen hier? Ich drücke gerade alle Tasten hier wieder, aber geht nichts. Ah, jetzt geht's irgendwie. Okay. Okay. Aus unerfindlichen Gründen hier. So, da noch ein kleiner Mini-Mini-Buschi rein. Und hier ist auch irgendwie so ein Loch, ne? Da müssen wir noch mal ein bisschen was füllen hier. Das ist hier auch noch ein bisschen schöner da.
Sehr gut. Sehr gut. Ja, nicht, dass da irgendjemand seinen Fuß reinsteckt und dann nie mehr rauskommt. Ja, die Sims sind ja so schon immer ein bisschen... So ist gut. So ist gut, gefällt mir. So, jetzt was machen wir mit dem Rücken hier? Ich würde mal sagen, wir nehmen da einfach Bäume, weil so Büsche sind wahrscheinlich zu klein. Das heißt wahrscheinlich, die sind zu klein. Und also Bäume, da kann man das hier schön kaschieren, ne, weil die so schön hoch wachsen. Und da kann man das, glaube ich, ganz gut machen. Wir können auch ein paar kleinere da nehmen. Da wieder mal einen größeren, wieder mal einen kleineren. Dann haben wir da noch so einen Wald da hinten, ne? So ein kleiner Wald, Babybaum. Dann hier nochmal, genau, da auch nochmal einen kleinen reinsetzen. Dieses Holzding, das sieht ganz gut aus. Ja, da können wir ruhig ein bisschen mehr auch machen, so ist nicht. Finde ich gut. Dann nehmen wir noch diesen anderen Baum da. Ja, wir haben ja einen Mischwald hier. Nehmen wir den da noch zum Kanten kaschieren hier. Kanten kaschieren. Ja, da müssen wir es so malen. Oder machen wir es so? Das ist ein schöner Wald da hinten noch. Besser als ein Stein nochmal. Finde ich gut. Hier müsste man auch noch irgendwas reinsetzen. Auch noch so eine komische Kante. Nehmen wir das mal so. Und hier haben wir auch noch so ein bisschen was Verflecktes da. Und dann machen wir auch noch mal dahin, ja. Ein bisschen hier Pflanzels. Dass das hier auch noch mal hier schön ist. Da ist noch mal hier ein bisschen was gewachsen hier. So, eine grüne Aussicht. Gut, auch hier müssen wir noch so ein bisschen ein paar Pflanzels, oder? Ist immer auch schwierig hier. Ich bin ja auch die ganze Zeit schon im Überlegen gewesen, ob ich da noch ein bisschen, aber vielleicht so vereinzelt mal wieder auf jeden Fall noch was hin. Man kann die auch so ein bisschen verstecken, dass das so ein bisschen Gras hier noch ist. Sieht auch wieder natürlicher aus dann, ne? Dass so ein bisschen noch was hier wächst. Am Rand ist ja immer so ein bisschen, da wächst immer ein bisschen mehr. Erstmal so, da rutscht schon wieder runter hier. So ist doch gut. Ja, das sieht gut aus. Auch hier würde ich noch ein bisschen sprühen. Ein bisschen sprühen hier versuchen. Vielleicht mal das so ein bisschen sanfter hier noch ein bisschen. Ja, so ein bisschen frischer, sanfter. Das ist halt natürlich aussieht, also nicht so platt. Das ist halt so ein bisschen noch mehr. Ja, ja, sehr gut. So ein bisschen noch mehr benutzt aussieht. Schön. So, gern ein bisschen grüner auch. Hier können wir nochmal ein bisschen den Hang da ein bisschen noch unterstützen. Dass der nicht auch so, ne, von jetzt auf gleich abfällt. Und auch da würde ich sagen, nehmen wir uns noch ein paar Bäumchen zum Gemüte. Ein paar Kiefer. Aber ein bisschen kleiner, dass man da nochmal den Hang so ein bisschen da... Oh ja, genau, dass das so ein bisschen mit da, bis da hoch wächst. Das unterstützt nochmal... Boah, das Ding ist voll hoch. Mhm. Da unten auch nochmal einen rein. Hab ich da gerade zwei ineinander platziert? Ja. Alter, ging ja flott die Karotte hier wieder. Haben wir hier nochmal ein paar kleine Bäumchen hin. Kleine Bäumchen. Große Wirkung, ja. Je kleiner das Bäumchen, desto größer sieht der Fels aus. Das ist immer das Verhältnis, was hier zählt, ja. Ja, das muss man so ein bisschen kaschieren einfach. Jetzt haben wir kein Geld mehr hier. Motherload hier. Hm, ich habe nur gesagt Base Game. Ich habe nie gesagt, das Haus wird günstig sein oder irgendwie. Ja, das ist der Fall. Hier kommt auch noch ein bisschen was kaschiert hier. Ja, weil die schweben ganz gerne mal, die Bäume. Und wenn man das so, also guckt man, merkt man eigentlich nicht. Mehr kein Sim. Aber wenn es so stark auf dem Hang da ist, das ist dann schon ersichtlich. Und deswegen spammen wir da noch ein paar Pflanzen. Die können wir nämlich schön stufig hier schneiden. Ein bisschen, ja. Ja, ein bisschen hier noch was und da noch was. Hier, dann ist das gut. Ich muss immer aufpassen, dass ich keine Packsachen nehme. Ja, hier auch noch mal so ein bisschen dazu. Ein paar Ausreißer rein hier noch. Da auch noch mal eins. Genau, das nehmen wir auch noch mal da ein bisschen was. Wirkt halt natürlicher. Gut. Finde ich gut soweit. Ja, das kann man jetzt so weitermachen, wie man will. Bis man unten ankommt. Schwebt immer in der Luft hier, das Zeug. Ja, man sieht es nicht so. Aber so ist gut. So ist gut. Ja. Ja, hier noch ein bisschen was auch noch. Es ist halt immer auch so, ich hadere da immer damit. Ich will eigentlich mal ein bisschen weniger. Weil, sagt es und macht mehr. Nee, weil ich jetzt da wirklich drauf eingehen will, weil es halt performancemäßig schon dann irgendwann bemerkbar ist, sag ich mal, ja. Es ist wirklich so. Also je mehr Pflanzen, desto performance schlechter ist das alles. Und wenn es nicht sein muss, lässt man es halt lieber bleiben, ja.
Ich, da muss man schon, sonst ist es halt. Das ist die, der. Das ist der Preis für diesen Berg hier. Für diese. Für diese schöne Form hier. Mhm. So, was schwebt denn da noch von Bäumchen drin? Das ist das, was wir nicht. Ja, das kann man nicht mehr reinplatzieren. Das haben wir schon vorher da gehabt. Kommen wir mal eins doch weg. Hm? Ja. Kommen wir doch weg. So ein schönes Plateau. Da könnt ihr mir fast noch was draufstellen hier, ne? Hier nochmal eine Treppe runter hier. Und dann nochmal eine zweite Aussicht. Da kannst du eben mal Terrassenmuseum hier aufmachen. Voll schön mit dem blumigen Weg, ne? Hübsch dekoriert. Hier so ein bisschen Steinchen. Hier noch ein bisschen Deko. Oben ist gut. Ja, unser etwas sehr hellgrün. Das sieht aus wie so eine verzauberte Oase da oben fast schon, ne? Ja, das ist cool. Hier ein bisschen unser Teich zum Angeln. Ja, da hat man jetzt hier diese... Was ist denn da wieder mit dem Sprühen hier schief gegangen? Ja, ein bisschen hier nachsprühen. Dann hier nochmal ein bisschen, auch nochmal hier so ein bisschen... Ich will nicht zu viel sprühen, das ist immer so... Aber so leicht befestigt sollte das ja schon sein. Jetzt mal sagen, ja. Ja. Ja, das ist gut so. Nehmen wir das so. Auch noch ein bisschen, dass das hier befestigt ist, ne, die Treppe so halbwegs. Hm, oder? Machen wir das so. Ein bisschen noch, können wir ein bisschen Erde drauf. Trampelpfad. Pfade-like. Trampelpfade-like. Das hört ja an wie so ein Song hier, ne? So ein... Tanz der Trampelpfade-like. Ding, ding, ding. Ja, da hinten kommst du an den Gartenschlauch, kommst du aber auch nicht mehr ran, du. Dann müsste man hier ein bisschen verschieben. Komm, wir machen wieder dahin. Hm, gut. Da hinten noch so ein Busch oder sowas rein. Da fehlt noch irgendwas Hohes. So, yeah, so ist gut. Mhm, okay. Haben wir das auch gemacht. Jetzt wollte ich doch eigentlich schon die ganze Zeit in den Debug gehen. Ist wieder unglaublich. Unglaublich hier. So. Komfort. Da brauchen wir nämlich noch Stühle da draußen, sehe ich gerade. Hier werde ich die sonnengelben Stühlchen. Ja, so, ja, yeah, da kann man auch nochmal sitzen. Ja, da kann man ein bisschen werkeln und hier ein bisschen pflänzeln. Haben wir hier auch nochmal ein paar Pflänzels, oder? Pflänzels ohne Ende. Hochgärten ist nicht, I'm sorry. I'm so sorry. Sorry. Gut, Schachtisch haben wir da. Sollen wir die nicht auch nochmal da rüber? Aber dann haben wir da nichts. Ich möchte da schon was haben auch. Kinder. Falls mal welche zu Besuch kommen. Kinderzimmer haben wir ja nicht. Gut. Dann würde ich sagen, hier oben haben completed. Haben completed, ja. Die Wände bleiben frei. Hier unten kommt jetzt auch noch dann ein bisschen Debug-Deko rein. Da gehen wir mal Babypunkt. Babypunkt. Show hidden. Objects. Jetzt kommt die Kür. Leertaste eingeben oder auch Debug, ist egal. Nach unten scrollen. Am besten hier noch den Filter rein, Base Game. So, jetzt gibt es noch ein paar Bücher. Genau, so ein Gitarrenbuch. Sehr gut. Ein Handwerkerbuch. Ja, müssen wir viel Base Game-Fähigkeiten hier lernen, ja? Ohne Packs ist kein Zuckerschlecken, du. Dann können wir aufs Nachttischschränkchen hier. Was liest du gerade? Ein Roman vom Handwerker hier. Und der Melkerin wahrscheinlich. So, da haben wir da. Was haben wir da noch? So ein paar Lilien. Ja, komm, die packen wir auch noch dahin. Dann kann man gleich ein bisschen Starter einpflanzen. Granatapfel, Bäumchen und Rosen bringen sehr viel Geld. Sehr gut. Hier noch ein paar Dünger. Haben wir da schon? Haben wir auch schon ein paar Dünger. So. Birnenbäumchen. Oh, da hat ein Kind sein Buch vergessen. Hier. Oh. Finde das Kind. Finde das Kind Challenge. So, was haben wir dann noch? Ein Eimerchen. Oh, das ist neu. Das kenne ich noch nicht. Haben wir hier so ein kleines Eimerchen noch hin? Hat jemand hier Wasser geholt? Können wir das ein bisschen vergrößern? Ein bisschen mehr Eimer. Ja, ein bisschen Eimer-Style hier. Ja, wenn wir schon so schöne... Das sind so Schnuckelobjekte irgendwie. Ich weiß auch nicht. Die haben irgendwie voll was.
Kann man sich so vorstellen, dann nimmt man den Eimer, füllt das dann auf. Keine Ahnung, warum der Griff da so oben so gerade steht. Der ist schon eingerostet. Hier gibt es nochmal eine Kaffeekanne. Das ist voll die Mini-Kaffeekanne. Das ist irgendwie voll komisch, ne? Das sieht voll blöd aus. Was ist denn das eigentlich? Wasser in der Dose oder was? Ernsthaft? Geschenke. Das ist so ein bisschen hier eine Schere. Das brauchen wir alles nicht. Geschminkt wird hier auch nicht viel. Babyfläschchen haben wir auch nicht. Die Flasche haben wir schon. Die Münze ist so toll. Ich würde so gerne noch ein paar mehr Münzen von diesen Münzen hier. Das ist sowas Schönes irgendwie. Ja. Jojo. Jojo. Ein Baby in den Kamin. Da gibt es ja jetzt neue Strampler dann mit dem Schick mit Strickaccessoires Pack. Aber es gibt kein neues Update für Babys. Das wurde ja spekuliert. Hier noch so ein Brandbeschleuniger. Ah, haben wir schon. Ah, wir waren schon da. Guck mal, wir waren schon mal hier so dabei, ja? Ja, da waren wir schon mal dabei hier. Aber, Törtchen. Ah, das ist wieder nur, das war die Verarschung, ne? Törtchen, oder? Weg ist es. Aber es gibt die Kleinen und die gehen. Mhm. Also eins ist noch übrig. Dürft ihr gleich aufräumen, wenn ihr da eins sieht. Oder schnell essen, das geht auch. Ja, wir brauchen noch so ein bisschen sowas, diese Tondinger da, wo die Sims immer dran rumknutscheln. Da können wir noch ein paar mehr auch aufstellen. Unbedingt. Aber nicht diese komischen da. Die Schale geht gerade noch so. Ja, haben wir nämlich schon das Hasti da. Das Hasti. Ja, hier noch Gießkanne. Gießen, man muss viel gießen hier. Wenn es mal lang nicht regnet hier. Gut, man hat eh keinen Regen in Sims. Dann hier noch ein bisschen hier noch so eine fette Gießkanne da. Eine Riesendinge, du. Da musst du aber hier, da musst du Muggis haben, Mädchen, du. Da musst du noch ein bisschen hier Fitnessfähigkeit leveln, um die zu heben. Ja, noch ein kleines Becherchen hier, so ein Streusel-Dinger. Dieser Düngerstreusel. Ein Brettchen. Oh ja, wir können noch hier auf diese Bartheke, da wenn wir die eh schon da belegen. Dann auch so ein schönes Holzbrettchen hin. Das kann nicht gelöscht werden. Ach stimmt, weil das ja wieder was hergestelltes ist. Jetzt komm, lass mich da noch mal ein bisschen hier. Warte mal, so. Genau, der Pinsel brauchen wir jetzt nicht. Dann noch den Kochlöffel da hin. Jetzt haben wir aber genug Kochlöffel, Leute, ja? Jetzt haben wir aber genug hier von den Kochlöffeln, oder? Die gehen uns so lange so schnell nicht aus. Mhm, finde ich gut. Finde ich gut. Das hier genutzt als Schnibbeltheke. Ein bisschen noch Öl, oder? Olivenöl. Zum Braten und Kochen geeignet. Haben wir das Röschen schon? Dann kommt da nochmal ein Röschen hier auf den... Mhm. Was Liebliches. Zahnbürsten. Haben wir schon Zahnbürsten? Haben wir schon Zahnbürsten. Aber wir haben noch keine einzelne Zahnbürste. Passt die da drauf? Ja, also gut. Da liegt nochmal eine rum hier. So. Oh, die ist abgehackt jetzt. Oh, nee. Ah, oh, das ist wieder minimal hier. Echt jetzt? Ja, da kommt sie halt weg. Oder ich weiß was. Wir schmeißen die auf den Boden. Da hat jemand verloren. Da hinten liegt die schon 3 Jahre. So, ja, wieso nicht? Oder man benutzt die zum Putzen oder so, für so klein. Ja, sind wir auch schon wieder durch hier, Manometer. Das ging ja wieder schnell. Ja, also denn. Ja, also denn, dann haben wir es auch schon. Schon ist gut. Ich möchte noch ein paar Sonnenblumen. Das fehlt irgendwie noch. Wo ist da noch so ein paar von diesen schönen Sonnenblumen? Machen wir die da beim Eingang, oder? War das so ein Sonnenblumen? Das Falsche hier. So ein Sonnenblumen-Eingang-Weg. Das ist so cool, das Objekt. Das ist so schön. Benutzt man irgendwie viel zu selten. Die muss man ein bisschen drehen, damit die nicht alle immer so gleichmäßig aussehen. Ja, dass man da nochmal ein paar hat. Ein paar große, ein paar kleine und so. Das ist auch ganz toll. Ja, da nochmal so ein kleines Sonnenblumenbeet hier machen. Ja, die hat es leider nicht geschafft. Die ist noch so, hallo, ich bin auch noch da. Hallo, da unten. Ja, dann wird man gleich begrüßt hier. Mhm. Also, liebe Allergiker, holt euch das Simfans.de Multifunktionstuch im Merch-Shop, Link in der Videobeschreibung. Und ihr könnt hier pollenfrei in diesem Haus hier spielen. Gut. Nee, jetzt mal ernsthaft, ist toll geworden, oder? Hammer, finde ich voll gut. Gefällt mir echt, hätte ich nicht gedacht. Hat mega Bock gemacht. Ich würde auch mal sagen, es ist jetzt completed. Ihr wisst, wie immer, es ist nie irgendwie ganz completed. Es gibt immer noch irgendwas. Und hier würde ich da noch und hier könnte ich da noch. Ja. Aber ich denke, soweit ist es mal ganz gut. Mikrowelle gibt es nicht. Nee, so ein bisschen
passt nicht alles immer rein. Für das, dass es so ein schräges Haus ist und hier im Berg und dann auch noch über so ein komisches Stockwerk und mit der neuen Leiter, ist es doch eine gute Sache jetzt hier geworden, oder? Das kann man doch richtig so sie mal angucken hier. Kann man so mal hochladen, würde ich mal sagen hier. Ja. Liebe Leute, das war die Base-Berghaus-Reihe. Jetzt seid ihr dran. Auf jeden Fall nochmal, ganz, ganz wichtig, kommentieren, was ihr euch noch wünscht an weiteren Base-Reihen. Ja, vor allen Dingen. Also ohne Packs, rein ohne Packs. Bitte mal schreiben, falls ich doch mal irgendwo noch ein Objekt verwendet habe, dann werde ich das entfernen, bevor ich das jetzt hochlade. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Könnt euch jetzt runterladen. Alle Infos in der Videobeschreibung, wie ihr das bekommt. Bis zu einer neuen Baureihe eurer Wahl, ja, die noch kommt. Oder jetzt noch einer, die es schon gibt. Falls ihr noch mögt, stöbert mal durch die Playlist. Ganz viel Spaß, habt noch eine schöne Zeit. Bis dann, macht's gut. Ciao.